herzlich willkommen an diesem Spätnachmittag hier in Mittweida zum zweiten Dialog-Kontrovers in diesem Semester unter dem Thema Megatrend Gender Shift, Diversität als Normalität. Ich grüße Sie sehr herzlich. Mein Name ist Patricia Kröber und ich werde diesen kontroversen Dialog, die dialogische Kontroverse, moderieren. Megatrend Gender Shift. Und dann im Untertitel Diversität als Normalität mit Fragezeichen. Dieses Fragezeichen verweist schon darauf, dass da was offen ist, dass da eine Frage im Raum steht, dass es da was zu besprechen gibt, dass möglicherweise auch eine Kontroverse ist. Das Thema Gender hat den Dialog kontrovers schon immer mal beschäftigt. 2022 gab es einen Dialog kontrovers zum Gendern oder Nicht-Gendern, auch da mit Fragezeichen. Und da hat meine damalige Kollegin Gudrun Ehlert noch gesagt, Gender sei ein Kampfbegriff. Mal gucken, ob wir darauf heute zurückkommen werden. Gender Shift wurde vom Zukunftsinstitut als eines der 12 Megatrends identifiziert. Megatrend, das ist etwas, was ist. Das ist eine Realität, der wir uns zu stellen haben. Und es ist ein Megatrend, der neben beispielsweise anderen Megatrends wie Globalisierung, Gesundheit, Mobilität oder Silver Society steht. Also alles Themen, mit denen wir uns in der Zukunft in erheblichem Maße zu beschäftigen haben. Wann wird ein Trend zum Megatrend? Das Institut sagt, immer dann, wenn es mehrere Jahrzehnte andauernd wird. Immer dann, wenn es ubiquitär ist, also in die Breite geht, viele Bereiche unserer Gesellschaft betrifft. Immer dann, wenn es global ist, also nicht nur in Mittweida, sondern auf der ganzen Welt stattfindet. Und immer dann, wenn wir es mit komplexen Prozessen und Phänomenen zu tun haben, in einem Maße, dass wir nie so einfach da sortieren können und differenzieren können, sondern dass wir da genauer hinschauen müssen, dass wir länger hinschauen müssen und dass es uns intensiv beschäftigen wird. Was meint Gender Shift? Gender Shift meint das Aufbrechen von Geschlechterstereotypen. Das Institut ist überzeugt davon, dass diese Veränderung, die in dem Aufbrechen der Geschlechterstereotypen drin steckt, noch tiefgreifender und ausufernder sein wird als die Veränderung des Frauenbildes. Das, wenn man sich das letzte und ein Stück des vorletzten Jahrhunderts anschaut, ja auch ein sehr intensiver Prozess war, der immer noch andauert und weiter andauern wird. Und Gender Shift stellt als logische Folge von Individualisierung und Pluralisierung in der Gesellschaft die Frage für uns alle, Einzelne, für jeden Menschen nach individueller Identität und auch nach unserer ganz eigenen individuellen Identität. Und das eben, wie gesagt, nicht nur für Sie hier alle in Mittweida, sondern für jeden Menschen auf der Welt. Es gibt also breite gesellschaftliche Auswirkungen, mit denen wir uns beschäftigen. Man nehme da beispielsweise die Arbeitswelt, in der Unternehmen sich damit auseinandersetzen müssen, Diskriminierungen zu vermeiden, also eine Arbeitswelt zu schaffen, in der es keine Diskriminierungen gibt, in der es darum geht, Frauen für Führungspositionen zu finden, zu suchen und zu finden, in der wir MINT-Förderung für Mädchen betreiben, in der es darum geht, im Bereich des Marketings Klischees zu vermeiden. Also auf den ersten Blick ein Bereich unserer Gesellschaft, dem wir jetzt das Thema Gender gar nicht so sehr zuordnen würden, der aber genauso davon betroffen wird. Und nicht zuletzt, und vielleicht kommen wir im Laufe der Diskussion auch darauf noch zu sprechen, geht es um das Bemühen um eine geschlechtergerechte Kommunikation. Das ist ja, wie schon erwähnt, vor 2 Jahren an dieser Stelle bereits diskutiert worden, aber natürlich nicht abschließend, kann man ja nie abschließend diskutieren.
Kontrovers ist dieses Thema, wenn man darauf schaut, welche polarisierenden Fragestellungen da drin stecken, welche polarisierende Spannung da drin ist. Auf der einen Seite eine ganz selbstverständliche, etablierte Gleichbehandlung in bestimmten Bereichen. Auf der anderen Seite haben wir orthodoxe Bestrebungen, orthodoxe Traditionalisten, die wie auch immer an anderen als pluralen Modellen festhalten, die Diversität nicht zur Kenntnis nehmen wollen oder sich ihr entgegenstellen. Es wird um Differenz und Gleichheit gerungen. Es wird um Vielfalt und Individualität gleichermaßen gerungen. Wir haben es also mit einer Realität zu tun, einem Megatrend, der unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Beispielsweise die Reaktion, dass das Verwenden von Genderzeichen in der Schriftsprache in bestimmten Bereichen von bestimmten Institutionen oder an bestimmte Institutionen untersagt wird. Auch darauf können wir vielleicht müssen wir aber nie zu sprechen kommen. Also darüber und über viele andere Dinge und Aspekte des Themas möchte ich heute diskutieren und habe dazu drei ExpertInnen an meiner Seite, über die ich mich sehr freue. Das sind zum einen Pauline Seuss, außen, also mir gegenüber. Pauline Seuss ist Kulturwissenschaftlerin und Sozialanthropologin. Sie macht ganz viele Workshops in der politischen Bildungsarbeit und hat es da mit sehr unterschiedlichen Menschen, mit sehr unterschiedlichen Gruppen von Menschen auch zu tun und wird uns diesbezüglich sicherlich von ihren Erfahrungen berichten. Sie veröffentlicht außerdem zum Thema Feminismus und Gender und hat einen eigenen Podcast, der Women's Bar Digitale heißt. Habe ich das richtig ausgesprochen? Herzlich willkommen, Pauline Seuss. Dankeschön, danke, dass ich da sein darf. Mir zur Rechten begrüße ich Eunike Zobel. Sie ist Projektleiterin und Beraterin bei Different People e.V. in Chemnitz. Das ist richtig. Dort unterstützt und berät sie Menschen, sehr verschiedene Menschen zum Thema geschlechtliche Identität, sexuelle Orientierung und auch queere Lebensrealität. Sie weiß um die Lebenslage und die Lebenswelt von Menschen unterschiedlichster Couleur Bescheid und wird das in diese Diskussion einbringen. Herzlich willkommen, Eunike. Hallo. Und in der Mitte Professor Simon Moses Schleimer, Professor für soziale Arbeit und Migration hier an unserer Hochschule. Professor Schleimer ist Erziehungswissenschaftler mit profundem Wissen in Germanistik und Geografie. Soll heißen, er hat mal Lehramt studiert und ist dann in die erziehungswissenschaftliche Linie ganz eingestiegen. Er hat für die Deutsche Schulakademie und die Robert-Bosch-Stiftung gearbeitet und kennt sich, glaube ich, ziemlich gut aus mit Diversität in der sozialen Arbeit insgesamt. Sein Thema ist diversitätsbewusste soziale Arbeit, vor allem im Bereich der Migration. Aber Diversität ist ja ein sehr breites Thema. Herzlich willkommen, Professor Schleimer. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wenn wir über Gender Shift, es ist schwierig auszusprechen, oder? Wenn wir über Gender Shift sprechen, dann sprechen wir über den Auflösungsprozess, über den Veränderungsprozess einer vormalig angenommenen oder etablierten und auch gelebten Normalität in unserer Gesellschaft. Diese Normalität nennen wir in der Regel Heteronormativität. Entschuldigung. Ich würde gern damit beginnen wollen, dass wir um diesen Begriff ein bisschen streiten oder in den Dialog zu diesem Begriff gehen und frage Sie, was meint Heteronormativität in der Diskussion um Genderdiversität denn? Worüber reden wir eigentlich? Pauline, darf ich Sie bitten zu beginnen? Gerne. Ja, ich nenne es immer ein bisschen auch das schöne Märchen der Heteronormativität. Also lehnen Sie sich zurück und hören Sie gut zu. Nein, Spaß. Heteronormativität meint im Prinzip die normative oder gesellschaftlich etablierte Einteilung unserer Gesellschaft
in zwei Geschlechter, männlich und weiblich, die total unterschiedlich voneinander sind. Das Männliche war nie wie das Weibliche und das Weibliche war nie wie das Männliche. Also die zwei Genderrollen, männlich und weiblich, sind normativ komplett unterschiedlich voneinander, außer in der Heterosexualität. Da passen sie perfekt zusammen. Wir haben es ja schon genannt, Normativität bedeutet ja nicht unbedingt, dass es in der Praxis nicht auch anders aussehen kann. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der die Gender-Identitäten, diverse Gender-Identitäten sogar offiziell juristisch anerkannt sind. Es gibt die juristisch anerkannte Kategorie divers. Und trotzdem stellt diese Kategorie, diese Anerkennung, die Heteronormativität, dieses Märchen nicht per se in Frage. Das heißt, ich bin noch in Schulklassen, also ich mache politische Bildungsarbeit in vielen Momenten, aber vor allem auch in Schulklassen, wo kleine oder jugendliche Jungs oder die ich als Jungs lese, sich bezeichnen als, ja, der ist total schwul. Und wenn ich frage, was meinst du damit, dann grenzen sie sich ab über ein Männlichkeitsideal. Sie sagen, der ist wie ein Mädchen. Das heißt, die krasseste Abgrenzung von Männlichkeit ist zu sagen, der ist wie ein Mädchen. Der ist kein Junge, der ist ein Mädchen. Und da sind wir ganz krass drin in der Heteronormativität, dass man nur entweder oder sein kann und gleichzeitig noch eben die Abwertung von Weiblichkeit. Das Schlimmste, dass man Weiblichkeit als eine Art Schimpfwort benutzt. Dass man sagt, der ist wie ein Mädchen, deswegen ist er beleidigend. Also man kann ihn damit beleidigen. Und das alles umfasst im Prinzip die Heteronormativität. Vielleicht als ein Input erstmal. Mhm. Simon, mögen Sie das ergänzen? Ich kann das ergänzen. Ich kann das nochmal versuchen. Sie haben es gerade schon angekündigt. Mein Thema, mein Arbeitsschwerpunkt ist auch Diversität, gesellschaftliche Diversität. Vielleicht versuche ich es zu ergänzen, indem ich es nochmal in so eine gesellschaftliche Debatte versuche einzuordnen, die ganz gut, glaube ich, eine Ergänzung darstellt. Wenn wir dem Soziologen Sigmund Baumann Glauben schenken dürfen, leben wir gerade in einer Welt, in der Eindeutigkeit verschwindet. Und ich glaube, wenn wir unsere Gesellschaft angucken, sehen wir das auch. Eindeutigkeit verschwindet. Unsere Gesellschaft ist sehr divers und wir können gar nicht mehr genau sagen, wer lebt hier eigentlich, wer ist Teil dieser Gesellschaft. Und immer wenn wir unsere Gesellschaft angucken und die Diversität beschreiben, gehen wir immer sozusagen darauf zu sagen, es gibt Männer, es gibt Frauen, es gibt die Gruppe der Personen mit Migrationsgeschichte beispielsweise. Und wir konstruieren sozusagen Gruppen, die unsere Gesellschaft ausmachen und unsere Gesellschaft gestalten und daran teilhaben. Und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, unsere Gesellschaft ist nicht nur divers, sondern superdivers. Das ist auch ein Konzept aus der Soziologie. Und das bedeutet im Grunde, dass wir zwar versuchen, Gruppen einzuteilen, um eine Übersicht zu bekommen, um uns die Gesellschaft erfahrbar und erfassbar zu machen, aber dass wir diese Gruppen eigentlich versuchen, so zu konstruieren, dass sie erstmal einheitlich sind und die Gruppen in sich vielleicht eher gleich sind, die Menschen, die wir diesen Gruppen zuordnen. Und so ist es eigentlich gar nicht. Und das meint Superdiversität, dass innerhalb der Gruppen, die wir konstruieren, Menschen mit Migrationsgeschichte beispielsweise, ganz viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Identitäten sind. Unterschiedliche Alter, unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche Bildungsabschlüsse, unterschiedliche Aufenthaltsstatus, Wanderungsmotive. Also wir sind in einer Zeit, wo wir nur noch schwerlich diese unterschiedlichen Menschen und Identitäten, die in der Gesellschaft leben und hier die Gesellschaft mit prägen, dass wir sie klassifizieren und gruppieren können. Und bezogen auf Geschlecht würde das bedeuten, dass natürlich auch die Vielzahl der Geschlechter anerkannt wird und die Vielzahl der Geschlechter in der Gesellschaft sichtbarer wird. Und nicht nur die Zweigeschlechtlichkeit, nicht nur Mann und Frau, sondern eben noch so viel mehr. Und das kann natürlich an den einen oder anderen Stellen zu Widerständen führen und vielleicht auch zu einer Überforderung führen, weil nicht mehr klar wird, wo kann ich mich jetzt eigentlich dran festhalten? Was gilt jetzt eigentlich? Welche Gruppen sind denn jetzt hier und wie divers ist denn unsere Gesellschaft? Und dann kommen wir, glaube ich, zu Fragen, die wir heute sehr intensiv besprechen werden, nämlich Fragen nach
Gerechtigkeit vielleicht auch und Inklusion und Exklusion. Also wer ist eigentlich Teil unserer Gesellschaft? Wer ist wünschenswert für unsere Gesellschaft? Ist es nur Mann und Frau oder sind es noch weitere Geschlechter, die durchaus auch bestehen, aber die vielleicht auf Grundlage von so einer Superdiversität wieder vielleicht zurückgenommen werden und es wird sich fokussiert oder refokussiert auf das binäre Modell Mann und Frau. Und darauf freue ich mich eigentlich auch, dass wir dann auch über Ausschließungen sprechen können und Gerechtigkeit und Ungerechtigkeiten sprechen können, Diskriminierung und so weiter. Sie haben jetzt Geschlecht als eines der Diversitätsmerkmale eingeordnet. Mhm. Das ist auch sehr wichtig. Ich würde gern jetzt nochmal auf den Begriff der Heteronormativität zurückkommen, Eunike. Vielleicht können Sie uns ein Stück weit helfen, mal danach zu fragen, was gehört denn zu diesem binären Denken, zu diesen binären Strukturen, die hinter Heteronormativität stehen, einerseits und andererseits, auf welche Selbstverständlichkeiten greifen wir in unserem Alltag zurück, die heteronormativ sind? Das sind zwei sehr große Fragen. Ich glaube, die können wir heute den ganzen Abend diskutieren und darüber hinaus. Aber ich würde vielleicht so mit ein paar Beispielen arbeiten, die wir im Alltag einfach erleben oder die ich auch in meiner Arbeit in der Beratung oder auch in Workshops mit verschiedenen Zielgruppen und auch Kindern und jungen Menschen erlebe. Meistens kommt, wenn wir den Begriff verwenden, Heteronormativität, werden die Augen groß, weil niemand richtig weiß, was bedeutet das denn? Ne? So. Wir versuchen das ein Stück weit doch zu erklären. Okay, die Grundlage dafür ist, dass wir annehmen, dass heterosexuelle Beziehungsführung als auch Cis-Geschlechtlichkeit, also ich schmeiße diesen Begriff mal hinein, oder Cisgender an der Stelle, was ein Stück weit beschreibt, dass bei der Geburt beschriebene Geschlecht, das körperliche beschriebene Geschlecht entspricht dem, wie ich empfinde und auch von meinem Geschlecht sozusagen weiß. Und die Annahme, es ist eindeutig. Genau, und dann kommt meistens der große das ist das Normale. Und damit haben wir erstmal diese Definition Heteronormativität ein Stück weit erklärt. Mhm. Was für mich noch weiter dahinter steckt, ist aber tatsächlich, inwieweit führt das zu Ungleichbehandlung, Ungerechtigkeiten, inwieweit wirkt das im Alltag, im Kleinen bis hin zu großen, ich sage mal, Strukturen, wo Macht und Herrschaft wirkt. Mhm. Was an der Stelle natürlich viel mit Benachteiligung auch zu tun hat und das sichtbar zu machen, ist auch die Aufgabe, wenn wir über Heteronormativität reden. Aber das machen wir zum Beispiel nicht mit Kindern. Da erlebe ich schon, die können, sobald sie beginnen, Geschlecht zu verstehen, wahrzunehmen, damit anzufangen zu sagen, okay, du bist ein richtiger Junge und du bist ein richtiges Mädchen. So. Mhm. Und wir fragen uns automatisch, wo kommt das her? Welche Bilder kursieren sozusagen in dem sozialen Umfeld oder Umfeldern, sodass Kinder schon beginnen, deutlich sagen, okay, das geht und das geht nicht. Mhm. Und das zieht sich in meiner Wahrnehmung häufig durch, dass gesagt werden kann, okay, entweder oder, schwarz oder weiß, bin ich nicht. So. Und wir beginnen darüber miteinander ins Gespräch zu kommen, okay, wie finde ich mich als Individuum denn darin wieder? Das frage ich mich ja nicht jeden Tag, auch nicht jede Woche und vielleicht auch nicht in allen Lebensphasen, aber es kommt immer wieder auf. Mhm. Und ich habe bemerkt, so im Laufe der Jahre, auch im Verein, dass der Begriff Heteronormativität noch ein ganzes Stück weit mehr, weitergedacht wird, auch sich dem abwechslungsreichen Bild, was wir haben, ne, oder der Gesellschaft auch ein Stück weit anpasst, sich mit verändert. Und mir kommt der Begriff Heteronormalisierung in den Kopf. Wenn man es vielleicht zuerst hört, geht es hier nicht um, es wird alles normal und gleich gemacht, sondern es geht ein Stück weit darum, auch zu schauen, okay, wie reagieren wir auf die Diversität, auf die Vielfalt und inwieweit wird vielleicht das System, die heteronormative Annahme, ein Stück weit flexibler oder ist sehr rigide? Und das ist vielleicht in der Praxis gut merkbar gewesen vor Jahren, als es zum Beispiel um die Ehe für alle ging. Da ist plötzlich so ein Stück weit dieses heteronormative Bild
aufgebrochen mit, oh, das wird geduldet. Und genauso, oder geduldet, mittlerweile denke ich, ist es angenommen und kein Thema mehr in dem Sinne, was nicht automatisch heißt, dass wir gesellschaftlich nicht doch immer mal noch was dazu zu sagen haben oder so machen müssen, wie auch immer. Und das findet sich auf vielen Ebenen oder vielen Dimensionen wieder. Mhm. Hier höre ich auf, weil sonst rede ich alleine. Aber vielleicht kommt ein Gedanke auf. Ich bin ein Stück weit an einem Gedanken hängen geblieben, den ich gerne nochmal aufnehmen würde. Ich habe bei Ihnen so rausgehört, Heteronormativität ist die Basis, von der aus in unserer Gesellschaft auch Machtstrukturen konstruiert werden. Mhm. Und andersrum konstruieren die vorhandenen Machtstrukturen, die wir haben, oder rekonstruieren diese vorhandenen Machtstrukturen Heteronormativität. Und ich würde gerne noch ein Stück weit bildlicher machen wollen, wo uns das im Alltag begegnet, ohne dass wir es merken, weil diese Machtstrukturen manchmal ganz offensiv und sehr rigide sind, so wie Sie das gerade gesagt haben, aber manchmal auch sehr subtil wirksam und wir es kaum merken, es sei denn, wir stolpern darüber, weil auf einmal ein Thema diskutiert wird. Mhm. Ja, also ich kann da schon, mir fallen da sofort schon so Sachen ein, wie, ich habe es ja angesprochen, die offizielle Kategorie divers. Ich finde schon, dass das so ein bisschen klingt wie der Rest vom Schützenfest, so ein bisschen, ist salopp gesagt, weil, also man hat männlich und weiblich, was eindeutig konstruiert ist, und wir haben den Rest, den wir einmal divers nennen. Und noch immer ist es so, dass auch, wir haben die Institution mittlerweile oder Struktur geschaffen, dass die Ehe für alle, die auch genannt wurde, und trotzdem dekonstruiert es trotzdem noch nicht das normale, in Anführungszeichen, Familienbild. Also sprich zum Beispiel, was passiert mit gleichgeschlechtlichen Paaren, die Kinder adoptieren wollen oder ein Kind kriegen wollen. Da werden auch immer noch in meiner Auffassung unnötige Steine in den Weg gelegt, weil man immer noch sagt, das ist keine richtige Familie. Mhm. So kann das nicht sein. Mhm. Und wenn wir sprechen über Heteronormativität, kommt immer sehr oft, du hast es auch gesagt, Normalisierung, Relativierung und sehr oft, würde ich sagen, dieses Wort direkt Normalität oder normal und das, was praktisch von der Normalen, dem scheinbar Normalen abweicht, ist das Abnormale, das Unnormale. Und das, indem wir praktisch das wieder entweder oder machen, normal oder unnormal, reproduziert sich eigentlich automatisch die Heteronormativität. Dass wir wieder sagen, das ist richtig und das ist das Falsche. Das heißt, das Konzept der Heteronormativität kann durchaus auch Abweichungen von der Norm mit in sich aufnehmen, ohne sich zu und sich gleichzeitig reproduzieren, wenn ich das jetzt sehr kompliziert ausgedrückt habe, frag gerne nach. Aber so ein bisschen so, bloß weil es eine sogar strukturelle Ebene gibt, die das dekonstruiert, heißt das nicht, dass der Überbau nicht gleich bleibt. Mhm. In dem Zusammenhang fallen mir sofort die Vokabeln Kriminalisierung und auch Pathologisierung ein, die nicht nur historisch, sondern auch im aktuellen Kontext immer noch eine Rolle spielen, oder? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also wir leben derzeit in einer Gesellschaft weltweit, du hast es auch angesprochen, weltweit in einer Gesellschaft, die überwiegend von konservativen bis stark rechten und rechten Parteien oder Machthabern, muss man es da vielleicht gar nicht gendern unbedingt, obwohl in Italien ist es ja eine Machthaberin, also eine Präsidentin, so regiert wird und die eine starke LGBTQI+ kriminalisierende und abwertende Politik fährt. Da müssen wir wirklich gar nicht weit schauen. Also können wir in unser Nachbarland schauen, nach Tschechien, Polen. Polen gibt es LGBTQ-freie Zonen, die zumindest staatlich geduldet werden. Und gleichzeitig haben wir Grundrechte, in denen die Beseitigung dieser Diskriminierungsstrukturen sogar festgelegt ist. Indem man sagt, sie sollen beseitigt werden, erkennt man sie sogar gleichzeitig an. Man sagt ja, indem man sagt, es muss beseitigt werden, sagen wir, okay, der Ist-Zustand ist so. Mhm. Also wir haben das allgemeine Gleichstellungsgesetz, wir haben das Sächsische Hochschulgesetz übrigens, auch, in dem das auch benannt wird, und das
das Grundgesetz, in dem das festgehalten wird und dem das anerkannt wird, diese Ungleichbehandlung, und gleichzeitig ja, wird diese Ungleichbehandlung trotzdem weiter reproduziert. An der Stelle das mal zu dramatisieren. Das ist ein ganz spannender Gedanke, der dann sozusagen zur Folge hat, dass Pathologisierung, Kriminalisierung und so weiter die Folge sein muss, wenn ich es als gegeben anerkenne, aber nicht haben möchte. Ne? Ja. Wir werden sicherlich darauf zurückkommen. Simon, von welchen Selbstverständlichkeiten, glauben Sie, werden wir uns perspektivisch verabschieden müssen, um Heteronormativität zu überwinden oder überwinden zu können? Ja, wahrscheinlich, dass wir immer davon ausgehen, dass der Mann, dass der in Anführungsstrichen Standard ist und der Mann in Anführungsstrichen die Norm ist. Und jetzt werde ich gefragt, wo ich diese ganzen Privilegien genieße und teilweise gar nicht weiß, dass ich als Standard und Norm gelte und sozusagen sehr geschmeidig teilweise durchs Leben laufen kann, ohne zu merken, dass es für andere Geschlechter ganz anders aussieht. Aber genau davon müssen wir uns, glaube ich, trennen und trennen von dieser Selbstverständlichkeit, dass es Mann und Frau gibt und dass der Mann die Norm und den Standard setzt. Und das bedeutet, glaube ich, für uns alle, insbesondere für Männer oder für männlich gelesene Personen, eine starke Selbstreflexion, an welchen Stellen wir eigentlich Privilegien genießen und an welchen Stellen wir nicht diskriminiert werden, wo andere Geschlechter eben durchaus strukturelle Diskriminierung erfahren. Und es beginnt ja schon im Kleinen, ne? Wenn wir immer, um direkt auch nur auf die Frage der geschlechtergerechten Sprache zu kommen, ne? Also wenn wir immer von Juristen, Ärzten, Rechtsanwälten, Ingenieuren sprechen, konstruieren wir damit ja, dass das in erster Linie Männer sind. Und zum Glück, und es gibt es natürlich auch, es gibt Ärztinnen, Ingenieurinnen und Pilotinnen und Rechtsanwältinnen, aber das Bild ist vielleicht für junge Frauen oder nicht für nicht männlich gelesene Personen erstmal schwierig zu internalisieren und zu sagen, ach ja, es gibt nicht nur Männer, die Piloten sind, sondern durchaus gibt es auch Frauen, die Pilotinnen sind, und ich kann das auch werden. Und ich glaube, das sind auch so ganz alltägliche Beispiele, wo ich dann immer merke, ja klar, für mich war das nie ein Problem, mir vorzustellen, welche Berufe ich alle erlangen kann. Weil eigentlich werde ich ja immer gesetzt als Norm. Es sind ja immer die Piloten und nicht die Pilotin und die Ingenieur und die Ingenieurin und die Professoren und nicht die Professorin in erster Linie. Da sind wir an einem Knackpunkt, an der Frage nämlich, was bringt mich dazu, in die Perspektive meines Gegenüber zu kommen? Was bringt mich dazu, in die andere Perspektive zu kommen, um überhaupt erst mal zu sehen, was da eigentlich ist? Sie haben gesagt, ich muss meine Privilegien in Frage stellen. Ich muss auch ein Stück weit meine Privilegien hergeben. Ja, aber warum sollte ich das tun? Soll ich gerne, mal weitermachen? Gerne. Warum sollte ich das tun? Ja klar, ich habe die Privilegien, warum sollte ich die jetzt plötzlich teilen? Wieso sollte ich die aufgeben? Warum sollte ich ein Stück von meinem Kuchen, was relativ groß ist oder ziemlich groß ist, warum sollte ich das eigentlich abgeben? Ich glaube, wir würden alle davon profitieren, wenn wir anerkennen, dass alle Geschlechter gleichwertig sind und gleich viel wert sind, weil ich davon überzeugt bin, dass wir unser volles Potenzial und unsere volle Persönlichkeit und Identität erst ausbilden können, wenn wir völlig vorurteilsfrei alle möglichen Eigenschaften und Identitäten annehmen können, die wir annehmen möchten. Wenn ich an meine Kindheit denke, und wahrscheinlich geht es Ihnen auch so, dass wir von Anfang an immer wieder ein Stück weit auch reduziert werden auf Mädchen oder Junge, also bewusstes zweigeschlechtliche System. Wein doch nicht, du bist doch kein Mädchen. Stell dich nicht so an, du bist doch ein Junge. Oder wieso benimmst du dich denn so? Du bist doch ein Mädchen. Du kannst doch hier nicht dich draußen bolzen mit den Jungs. Oder. Also all diese Beispiele kennen Sie wahrscheinlich in Varianten. Und wir werden sozusagen seit Beginn unserer Zeit, seit Geburt an, auf diese Geschlechterrollen festgelegt. Und das schränkt uns ja ein. Und wir werden sozusagen auf die Pole reduziert, auf Mann oder Frau. Und wenn wir diese Trennung nicht mehr hätten und diese Hierarchisierung nicht mehr hätten, der Mann ist das Normale, dann würden wir dazu kommen, dass
volle Potenzial einfach auszuschöpfen und nicht mehr so zu tun, als wenn wir nur die Eigenschaften annehmen und leben dürften und nur die Arbeiten verrichten dürften, die für Männer oder für Frauen vorgesehen sind. Weil erstmal sind Eigenschaften und Arbeiten ja neutral. Die haben ja kein Geschlecht, die sind ja nicht männlich oder weiblich. Aber sie werden weiblich und männlich konstruiert. Mhm. Also wir brauchen sozusagen nicht dieses Erstarren in den Polen, sondern eigentlich die Erweiterung und die Dynamik dazwischen. Und ich glaube, da werden wir schon einen Riesenschritt weiter, um unsere Identität auch einfach völlig vorurteilsfrei so leben zu können, wie wir es für richtig halten. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass tatsächlich, es gibt ja die polizeiliche Kriminalitätsstatistik zeigt ja ganz eindeutig, das sage ich mal ganz gerne als Paradebeispiel, dass natürlich die meiste Gewalt gegenüber Frauen von Männern verübt wird, aber auch die meiste Gewalt von Männern gegenüber Männern ausgeübt wird. Das heißt, was wir hier ziemlich, der Kern dessen ist ja, dass Männlichkeit als gewaltvoll, nicht Männer, sondern Männlichkeit als konstruiertes Ideal, sag ich mal, einen gewaltvollen Aspekt hat, von dem durchaus auch Männer nicht gerade profitieren. Darf ich auch noch eine Statistik ergänzen, wo wir gerade dabei sind, weil ich das auch total spannend finde. Die Suizidrate von Männern ist dreimal so hoch wie die von Frauen. Und es liegt daran, dass sie sich weniger Hilfe und weniger Unterstützung suchen. Warum? Na, stell dich halt nicht so an. Das Problem wirst du wohl alleine lösen können. Schlaf dich doch einfach mal aus. Du brauchst doch keine Unterstützung. Bist du denn eine Frau? Also es wird sozusagen dann auch schwer gemacht, dass Männer sagen, Moment mal, ich brauche jetzt hier Unterstützung. Ich brauche Hilfe. Weil es eben vielleicht eher weiblich konnotiert ist, Unterstützung zu suchen, Rat zu holen, zu sagen, ich kann nicht mehr, ich brauche Unterstützung. Also das ist schon an sich absurd, oder? Also ich meine, sich Hilfe zu holen, ist weiblich konnotiert. Also ist das nicht einfach irgendwie ein bisschen schlau, sich Hilfe zu suchen, wenn man Hilfe braucht? Also ich weiß nicht. Also man kann es natürlich weiblich konnotieren. Ja. Es kann man, ist gewiss schlau und unter Umständen lebensrettend, wie wir gerade gehört haben. Also was ich jetzt total spannend finde, ohne das bewerten zu wollen, ist, dass wir schon wieder in so einen binären, in so eine total, binäre Betrachtung abrutschen. Ne? Wir selber in eine binäre Betrachtung abrutschen, die uns offensichtlich dazu führt, das wäre jetzt so meine Frage, meine These, es gibt Männer, an denen klebt Männlichkeit und es gibt andere Geschlechter. Und diese anderen Geschlechter werden in Abgrenzung zu dieser Männlichkeit konstruiert und definiert. Worin besteht das, was Sie, Herr Schleimer, gerade auch in die Debatte eingebracht haben, die Frage nach der Gleichheit vor dem Hintergrund dieser so konstruierten Diversität? Oder liege ich falsch mit diesem Konstruktionsansatz? Habe ich Sie verschreckt? Ja, oder irritiert? Ja. Können Sie es nochmal? Das ist ja gut. Also, wir haben gerade, Sie hatten die Frage nach der Gleichheit der Geschlechter gestellt. Ja. Ich würde es gerne ein Stück weit öffnen und fragen, vor dem Hintergrund von Identitätskonstruktion, zu der wir ja alle aufgefordert sind, lebenslänglich, worin besteht denn diese Gleichheit? Und auf der anderen Seite, wie konstruieren wir denn Diversität, vielleicht auch als die neue Normalität? Und da hatte ich gerade den Gedanken, naja, wir konstruieren sie ja möglicherweise tatsächlich ausgehend von einer Männlichkeit in Abgrenzung von dieser. Ist vielleicht auch ein bisschen psychoanalytisch gedacht, keine Ahnung. Aber bin ich da ganz auf dem Holzweg oder was macht es mit uns? Nö, auf dem Holzweg gar nicht. Und ich glaube, da sprechen Sie genau einen Punkt an, der total brisant ist und der total wichtig ist zu diskutieren. Was macht eigentlich vielleicht dann auch die Gleichheit aus? Ne? Und das ist sozusagen die Gleichwertigkeit aller Geschlechter, die Anerkennung von Vielfalt, die gleichen Möglichkeiten der Teilhabe an der Gesellschaft, Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt, Bildung, Gesundheitssystem und die gleichen Rechte und Pflichten zu haben. Und das unterstützt wird vielleicht sogar auch, wenn Formen von Diskriminierung vorliegen, dass die abgebaut werden. Das wären für mich so erstmal Elemente, wo ich sagen würde, darin würde eine Gleichheit
aller Geschlechter außerhalb auch des binären Systems liegen. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht ergänzen würden. Also ich habe ein Gedanke dabei. Und zwar, ich würde mir idealerweise vorstellen, dass jeder Mensch die Möglichkeit hätte, sein Geschlecht oder Geschlechtsidentität, Geschlechtsempfinden, leben zu können, ohne Einschränkung. Das ist mal so ganz grob. Wenn man das vielleicht zuschreiben würde, nur männlich gelesenen Personen, ist das am privilegiertesten möglich. Dann würde ich sagen, okay, es sollte allen möglich sein, ohne dass es irgendeine Wertigkeit von außen gäbe. Erstmal, um auf mich selbst gucken zu können und das leben zu können, nach außen zeigen zu können, vielleicht auch von mir erzählen zu können, um in Austausch zu gehen, was sind denn meine oder was sind deine Privilegien? Ne? Also darüber einen Austausch zu erfahren, nimmt mir erstmal nichts weg. Geht aber nur, wenn ich das uneingeschränkt selbst in dieser Gesellschaft rausfinden kann für mich und sozusagen ein Stück weit meinen individuellen Weg auch finde oder mich selbst auch gut definieren kann. Das wäre für mich so ein Gleichheitsgedanke, ne? So als Basis. Und dann kommt der andere Aspekt noch mit dazu, was braucht es für mich? Zum Beispiel Wissen braucht es unbedingt. Also wir brauchen Gleichheit in Bezug auf Geschlechter. Gar nicht groß reden, wenn wir nicht eine gleiche Wissensbasis zum Beispiel haben. Ne? Nur dann funktioniert das gut. Und darauf könnt ihr auch ein Stück weit aufbauen. Wie kann man Diskriminierung, Machtverhältnissen, Ausgrenzung, Gewalt tatsächlich begegnen? Und wir haben vor uns so ein bisschen die Suizidstudienreihe gemacht, wo ich denke, okay, ne, ich könnte auch etwas noch mit dazu aufzählen, wie ist die Suizidalität zum Beispiel bei transgeschlechtlichen Personen, ne, aus welchen Gründen heraus? Und dann vielleicht auch in einem gemeinsamen Diskurs mal zu gucken, okay, woran liegt es denn? Wo sind vielleicht auch Gemeinsamkeiten? Wo kann man ansetzen, um Dinge zu verändern? Also nicht nur immer auf, also ausschließlich auf zum Beispiel die Kategorie Geschlecht zu gucken und Privilegien, sondern auch zu gucken, okay, was ist über die Jahrhunderte auch, ich sag mal, an großen Gräben passiert oder wurden verursacht, die wir ein Stück weit auch wieder beheben müssen. Also ein Ausgleich, Ausgleich ist schwierig, aber wie schütten wir die wieder ein Stück weit zu, damit mehr Fläche da ist, um zu wachsen, um zu erweitern sozusagen. Ist ein bisschen, sind Bilder. Ist vielleicht auch, weiß ich nicht, da lebe ich nicht mehr, wenn das wirklich mal geht, denke ich. Aber zumindest die Auseinandersetzung, darüber sprechen, in Diskurs gehen, ohne meine Normalität mit deiner Normalität abgleichen zu müssen. Und es muss ein, also doch abgleichen schon, aber es muss ein gemeinsamer Nenner sein. Ich glaube, davon gehen wir immer weiter weg, so vielfältig und auch sichtbar vielfältig wir sind, schon immer. Ja, ich finde irgendwie der Punkt schon nochmal ganz interessant, zu sagen, das ist jetzt kein, das wird ja manchmal so als, gerade auch der Titel der Veranstaltung, so Megatrend. Und du hast es ja auseinandergenommen, so, was dann mit Megatrend offiziell gemeint ist. Aber Trend klingt ein bisschen so wie trendy, so der neueste Outfit-Trend, so. Und ich nehme das nicht so wahr. Also, ich bin auch die ganze Zeit in so sehr diversen Schulen unterwegs, in verschiedenen Publikums und so. Und ich merke, das Thema ist natürlich irgendwie mehr da und vielleicht, indem es irgendwie ernster genommen wird, dass man sich damit beschäftigt, vielleicht ein sogenannter Megatrend. Aber der Backlash, also die Reaktion auf die Uneindeutigkeit, ist extrem gewaltvoll. Also hier scheint also diese Uneindeutigkeit oder zu sagen, ey, fühl dich doch einfach, also fühl mal nicht rein, welche vielleicht männlichen, weiblichen oder vielleicht auch nicht ganz einzuordnenden Charaktereigenschaften hast du in dir selbst drin. Dieses Zugeständnis scheint ja vielen Menschen enorm, ich will mir nicht so sagen Angst, weil das klingt so, als müsste man die so trösten, sondern irgendwie also in einer negativen Art und Weise Panik auszulösen. Das zeigt zum Beispiel die Leipziger Autoritarismusstudie von 2022, laut der jeder dritte Mann, die fragen nur mal nach Mann und Frau, und jede fünfte Frau ein geschlossenes antifeministisches, also antigenderistisches Weltbild hat. Jeder dritte Mann, also das ist wirklich viel. Und das meine ich so ein bisschen mit Backlash und dass dieses Thema, wir sind jetzt heute sehr, vielleicht nicht so krass kontrovers auf dem Publikum, aber in unserer Gesellschaft
führen wir dieses Thema ja super kontrovers. Also ich habe das Gefühl, man kann ja noch nicht mal Gender sagen, das Wort, ohne dass irgendwer an die Decke geht. Aber ja. Ich würde tatsächlich gerne einen Aspekt jetzt aufnehmen von dem, was du gesagt hast, und würde einen Schwenk machen zur Frage nach dem Feminismus in der ganzen Debatte. Wo stehen wir jetzt eigentlich? Also die sozialwissenschaftliche Forschung und auch Theoriebildung steckt ja in gewisser Weise in einem Dilemma, weil der Feminismus, die feministische Debatte und die Diversitätsdebatte und die Diversity-Forschung, die es dazu gibt, sich gar nie immer so einig sind. Und weil die Frage nach feministischen Betrachtungen manchmal auch ein Stück weit quer liegt. Braucht es aus eurer Sicht, aus ihrer Sicht, braucht es in diesem Diskurs eine feministische Debatte oder ist die obsolet geworden? Also ich finde, unbedingt hat es schon immer gebraucht und braucht es auch weiter. Mein Kopf tut's, also differenziert es vielleicht ein Stück weit. Ich denke an Feminismen, nicht nur an Feminismus an sich. Und wenn ich auch die Jahre zurückgucke oder wie viel sich verändert hat in Bezug auf die zum Beispiel Geschlechterverhältnisse, die Thematik sind auch Meilensteine passiert. Also ich denke zum Beispiel, es wurde ganz am Anfang angesprochen, als es um das ganz kurze Thema Intergeschlechtlichkeit, also das dritte Geschlecht divers ging. Da muss man ja sagen, ne, also diese Inter-Bewegung, ganz kurz bloß abgekürzt, ist ja auch eine feministische Bewegung gewesen an der Stelle. Die sind wirklich den Weg gegangen, um sich darauf zu berufen, dass Diskriminierung oder zumindest bei der UN-Kommission sind Diskriminierung von Frauen passiert, um weitergehen zu können, um sagen zu können, okay, hier muss sich etwas ändern, und es ist dann auf die politische Agenda in Deutschland auch gekommen. Das haben wahrscheinlich alle anfangs ein Stück weit mitbekommen, dass dann der Ethikrat hier vorgeschlagen hat, okay, 2012, wir führen mal den Begriff anders ein, so männlich, weiblich, anders. Und das hat sehr große, würde ich sagen, sehr große Diskussionen verursacht. Also auch wir handeln ja alles mit anders. Die einen und die anderen, immer dieses The Othering sozusagen, und das ist problematisch, weil uns bringt das so in das Verständnis zwischen normal und abnormal oder unnormal. Ja. Und wir denken meistens ja immer über das Unnormale zuerst nach. Wenn ich sage, hä, das ist, wenn jemand oder andersrum zu mir sagt, das finde ich normal oder abnormal, nachzufragen, was denkst du jetzt zuerst? Und meistens ist es ja eher das, was nicht passt irgendwie oder nicht reinpasst. Aber da wollte ich gar nicht hin. Letzten Endes ist die Kurve, aber diese Bewegung ist wichtig gewesen, dieses gemeinsame Voranschreiten. Und es ist nicht nur eine Betroffenengruppe, in dem Fall sage ich wirklich Betroffenen, weil betroffen von Diskriminierung, Ausgrenzung und Nichtsichtbarkeit, hat einen Meilenstein in Deutschland hingelegt an der Stelle, das letzten Endes das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, so Deutschland, jetzt muss hier eine Lösung her, um ein Stück weit Ungleichbehandlung begegnen zu können. Oder ihr müsst dem begegnen. Wir haben uns Zeit gelassen, wie bei vielen Dingen in diesem Bereich. Aber man kann sagen, okay, es wurde das dritte Geschlecht eingeführt oder die dritte Option oder wie es auch immer genannt wurde. Und wir haben jetzt den nicht wunderbar schöneren Begriff divers. Und das heißt divers. Also wir fragen in Workshops ganz oft, weißt du, was divers bedeutet? Das bezieht sich meistens auf das Verschiedene, wie wir es aus der Alltags- oder der Umgangssprache kennen. Aber was steckt wirklich dahinter? Das dritte Geschlecht ist absolut unbekannt. Selbst jetzt, Jahre danach, ne, völlig unbekannt. Darüber ins Gespräch zu kommen, ist wichtig, und Debatten auch weiterzuführen und auch, ne, gemeinsam, also die feministischen Debatten weiterzuführen, sind notwendig, weil zum Beispiel Selbstbestimmung, gerade in dem Bereich medizinische, rechtliche Selbstbestimmung, noch nicht für alle vollkommen da ist. Oder auch an der Stelle Lebensgestaltung nicht uneingeschränkt sozusagen als Privileg für intergeschlechtliche Menschen da ist. Und das heißt, um eine Gleichberechtigung herzustellen, müssen diese Debatten weitergeführt werden. Und da kann man sagen, ja, natürlich, die feministischen Debatten gebraucht. Hier in dem Falle besonders beispielhaft,
würde ich sagen, und für alle wahrscheinlich auch eine, wie sagt man, es hat Deutschland ein Stück weit auf den Kopf gestellt, dass wir jetzt sozusagen drei Optionen haben und damit heißt, binär ist eigentlich nicht mehr so denkbar. Wir müssen offener denken und da hört es aber auf. So. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, gerade alle Feminismen in Bewegung weiterzudenken, auch wenn es natürlich Kontroverse und Diskussionen gibt oder es auch Uneinigkeiten an manchen Stellen geben kann. Nichtsdestotrotz, solange Ungleichheitslagen nicht behoben sind, braucht es die an der Stelle notwendige Sensibilität und findet sich gerade im Feminismus wieder. Mhm. Gerne. Ja, ich würde mich da anschließen. Natürlich brauchen wir diese Perspektive noch und den Feminismus noch, weil Geschlecht und Gender natürlich auch unsere Gesellschaft strukturiert in vielen Teilen. Und in vielen Teilen ist das Erste, was wir ganz automatisch machen, ist es ein Mann oder eine Frau, wenn wir im binären System bleiben. Und wenn wir sie nicht, die Person nicht als Mann oder Frau einordnen, dann sind wir vielleicht teilweise irritiert, verunsichert. Im schlimmsten Fall versuchen wir, die Person zu exkludieren. Aber das bedeutet nicht, dass Geschlecht in jeder Situation eine große Rolle spielt. Es kann eben auch, das hatten Sie gerade schon angesprochen, eine Kombination sein oder eine andere Eigenschaft kann im Vordergrund stehen. Oder eben die Verwebung von Geschlecht und einer anderen Eigenschaft. Eine schwarze Frau macht andere Erfahrungen als eine weiße Frau. Eine muslimische geflüchtete Frau macht andere Erfahrungen als eine christlich geflüchtete Frau. Also Geschlecht spielt eine Rolle, nicht immer die einzige Rolle und oftmals ist Geschlecht verwoben mit anderen Eigenschaften. Und das führt dann eben zu ganz unterschiedlichen Aushandlungsprozessen beziehungsweise Exklusion- und Inklusionsprozessen. Und deswegen würde ich schon dringend dazu plädieren, zu sagen, dass wir natürlich noch eine feministische Perspektive auch auf eine diverse oder superdiverse Gesellschaft brauchen und benötigen. Ich finde es wirklich auch ganz interessant, dass Feministin immer noch so ein Kampfbegriff ist oder eine negative Konnotation hat. Das sehe ich auch darin, dass ich in meinem Bürojob, den ich bis Dezember hatte, nicht gesagt habe offiziell oder nie gesagt hätte, ich bin Feministin, weil ich gedacht hätte, ich werde dann zumindest anders gesehen, anders behandelt oder so vielleicht sogar abwertend behandelt. Und ich finde das schon interessant, weil letzten Endes sind FeministInnen Personen, die sich für eine Gendergleichheit, die sogar im Grundgesetz steht, einsetzen. Da frage ich mich doch, also findet hier eine Täter-Opfer-Umkehr statt einfach? Weil das sind wirklich mutige Personen, die sich an die vorderste Front stellen und sagen, hier ist eine Ungerechtigkeit, wir setzen uns dafür ein, dass die Ungerechtigkeit möglichst in der Utopie, wir sprechen ja die ganze Zeit von Utopien, da sind wir ja gar nicht, aber in der Utopie behoben wird. Natürlich ist das, was wir vorhin hatten, dass die Binarität, von der wir ja begonnen haben, vielleicht in der Utopie aufgelöst sind. Es braucht diese Utopien für einen feministischen Diskurs. Wenn es morgen umsetzbar wäre, wenn es einfach wäre so ABC abgehandelt, Häkchen dahinter und dann ist er durchgesetzt, dann bräuchte man vielleicht keinen Feminismus. Mhm. Feminismus ist ja immer noch ein Kämpfen gegen Gegenwehr, die immer antifeministisch ist. Also es gibt ja kein sich enthalten, weil ich finde, ein sich enthalten ist auch eine Haltung. Man muss es sich auch erstmal leisten können, zu sagen, ich halte mich hier raus. Mhm. Also ja, ja. Das wird definitiv braucht es feministische. Ich frage mich sowieso, warum nicht mehr Menschen feministisch sind. Und das müssen nicht immer nur Frauen sein oder nicht-binäre Personen. Ja, also zwei Fragen habe ich dazu. Die eine geht dann an den Mann, an den als Mann gelesene Person in der Runde. Welche Aufgabe haben Männer? Was ist deren Beitrag dazu? Welche Verantwortung liegt bei den Männern? Ich glaube, nicht nur Männer haben eine Verantwortung. Ich glaube, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und alle als Gesellschaft müssen wir alle daran arbeiten, dass wir auf der Grundlage, so verstehe ich Feminismus, alle Menschen sind gleich viel wert. Alle Geschlechter sind gleich viel wert. Und ich würde behaupten, dass der allergrößte Teil des Publikums genau das unterschreiben würde, ohne selber für sich in Anspruch zu nehmen, ich bin ein Feminist oder ich bin eine Feministin. Mhm. Und vor diesem Hintergrund argumentiere ich und finde, dass wir nicht die Aufgabe, Diskriminierung aufzuheben, den Personen zuschieben sollten, die diskriminiert werden. Sondern da sind insbesondere die Personen meines Erachtens gefragt, die eben privilegiert sind und nicht von der Diskriminierung betroffen sind.
Und das ist ein großer Schritt und das ist auch teilweise ganz schön schwierig, weil die Person, ich zähle mich da auch zu, an vielen Stellen gar nicht weiß, dass ich privilegiert bin und dass ich da einen Vorteil gerade erfahre im Vergleich zu anderen Personengruppen oder anderen Geschlechtern. Und aber es ist sozusagen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wo wir nicht nur sagen können, das geht mich nichts an, das ist ja ein Thema für Frauen oder weiblich gelesene Personen. Ich bin aber ein Mann, also habe ich damit nichts zu tun. Ich glaube, das ist sozusagen ein falscher Schluss, den wir da ziehen würden. Ja, ich würde da an mancher Stelle sogar noch ein Stück weitergehen und sagen, die Person weiß es vielleicht, sie findet es vielleicht auch nie gut, so insgesamt, aber gerade in der Situation ist nützlich. Klar. Wenn es um Vergabe von Jobs geht zum Beispiel, ja, dann ist es ja gut, wenn ich den Job bekomme und sie beispielsweise nicht. Und das aber, weil wir die gleiche Qualifikation haben, aber weil sie eine Frau ist. Moment und mal. Vielleicht überlegt wird, gesagt wird, naja, vielleicht, ich weiß nicht, was dann dahinter steckt. Vielleicht wird sie die Stelle reduzieren, weil sie plötzlich Kinder bekommen möchte. Oder es wird gesagt, nee, die ist aber nicht durchsetzungsstark genug, ist doch eine Frau. Ja. Also es ist sozusagen erstmal, die Qualifikation ist die gleiche und dann spielt sozusagen das Geschlecht eine Riesenrolle. Davon würde ich profitieren. Und trotzdem denke ich ja, das ist etwas, was der Gleichwertigkeit von Geschlecht und der Gleichbehandlung total entgegensteht. Und dafür würde ich mich natürlich trotzdem immer einsetzen. Oder sie kriegt den Job und verdient aber 18% weniger. Genau. Ja, Equal Pay Day war im März, also das ist immer der Tag. Bis dahin hätten praktisch weiblich gelesene oder eingetragene, die ging, glaube ich, nach juristischem Geschlecht, bis dahin hätten Frauen umsonst gearbeitet, haben Frauen umsonst gearbeitet und ab da kriegen die dann den gleichen Lohn. Also das heißt, ja. In einer Gesellschaft, wo Geld immer noch einen großen Wert spielt, ist natürlich so Bezahlung immer voll wichtig. Und gleichzeitig sind zum Beispiel auch wieder auf die Frage zurückzukommen in Bezug auf feministische Debatten, auch Abtreibung. Es ist anscheinend kein linearer Prozess, Feminismus, weil mit Abtreibung waren wir auch schon mal weiter. Also es gibt US-Staaten, da ist Abtreibung wieder illegal. In Polen ist Abtreibung auch wieder bis auf ganz wenige Fälle illegal. In ganz vielen Ländern darf man nicht offiziell abtreiben. Das ist immer eine feministische Debatte gewesen, auch in Deutschland. Und anscheinend müssen wir sie jetzt wieder führen. Also manche der feministischen Debatten kommen anscheinend auch immer wieder zurück, wie so Bumerangs. Also dementsprechend, ja. Ich finde es auch ein bisschen anstrengend. Ich würde auch gerne weniger feministische Debatten führen. Ja, wir sind schon ganz schön fortgeschritten in der Zeit. Ich hoffe dann auch ein bisschen auf die Diskussion aus dem Auditorium, dass noch ganz viele Aspekte, die wir jetzt gar nie besprechen konnten, auch noch mit aufgenommen werden. Ich würde gerne in eine kleine Abschlussrunde, vorläufige Abschlussrunde gehen und Sie danach fragen, was können wir tun, um das andere, den anderen, ohne ihn den anderen zu nennen, jetzt wird es schon schwierig, auszuhalten, ohne zu bewerten, ohne überhaupt zu werten. Vor dem Hintergrund, dass wir ja darauf angewiesen sind, als konstruierende Individuen Kategorien zu bilden, einzuordnen, zu sortieren, uns zu orientieren. Was müssen wir über eine andere Person wissen, um mit ihr in die Kommunikation gehen zu können, mit ihr zu interagieren. Ich kann ein Buch lesen, da kann ein Pseudonym draufstehen. Ich weiß überhaupt nie, wer es geschrieben hat. Das Geschlecht ist mir völlig egal. Aber in dem Moment, wo ich der Person gegenüberstehe, Sie haben es gesagt, ist es super entscheidend zu wissen, welchem Geschlecht ordne ich diese Person zu, um überhaupt kommunikationsfähig zu sein. Ich muss gerade schmunzeln, weil wir das jetzt erst recht praktisch oder andersrum. Ich habe meinen Kopf recht praktisch erlebt durch ein Ereignis. Das heißt, wir hatten jetzt mehrere Stellen ausgeschrieben und wir haben ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren. Hat natürlich auch seine Grenzen und schließt natürlich nicht alle ein, aber wir wussten sozusagen nichts von der Person. An der Stelle in Bezug auf Geschlecht, Alter,
aus welcher Region die Person kommt. Und als die Bewerbungsgespräche durchgeführt wurden, ist tatsächlich mein Kopf mich, wie sagt man, naja, mich ein Stück weit fernsteuernd, weil natürlich ich zuerst begonnen habe, also abzugleichen, wen habe ich mir vorgestellt, wer ist jetzt zur Türe reingekommen, wie kann ich die Person einordnen. Mein Kopf stellt sich schlagartig die Fragen, es ploppen, naja, wie Schubladen auf. Also ich bin in dieser Gesellschaft aufgewachsen, ich habe alle Bilder in meinem Kopf, die ich so haben kann. Ja. Und dann passiert aber in dem Augenblick eher dieses, okay, wahrnehmen, hui, hier passiert was. Überhaupt so dieses sich gut kennen, was passiert gerade bei mir? Und dann den nächsten Schritt zu gehen, okay, und wie wichtig ist das jetzt, dass ich das geklärt bekomme? Im Idealfall kann ich mit einer Person zum Beispiel ein Gespräch aufbauen oder auch in der Beratungsarbeit, wie auch immer, ein vertrauensvolles Gespräch aufbauen, dann erfahre ich über die Person natürlich auch mehr. Eine Person, die ich auf der Straße vielleicht treffe oder nur durch Zufall, dort kann ich oder traue ich mich auch gar nicht gleich nachzufragen und muss trotzdem so ein Stück weit schauen, okay, wie ordne ich vielleicht Menschen ein und was mache ich damit? Und wie kann ich es vielleicht lösen, an der Stelle auf Menschen zuzugehen und dann auch zu sagen, okay, mich bewegt gerade das. Nicht zu jemandem zu gehen, du bist das oder das oder das in meiner Wahrnehmung. Also ich schreibe ständig fremd zu, aber ich darf es niemandem aufdrängen. Also mein Ziel müsste sein, ich nehme dir nicht deinen sicheren Raum und ich schreibe auch nicht etwas zu, um dir das Gefühl zu geben, ich bestimme ein Stück weit was von deiner Individualität. Und das ist auch total schwer, weil ich mit den eigenen Bildern umgehen muss. Und ich habe auch nicht immer die Chance für ein Gespräch an der Stelle. Und trotzdem bewegen mich die Dinge weiter. Austauschrunden wie das hier, miteinander ins Gespräch kommen, sind total hilfreich, um weiterdenken zu können, nachhaltig auch sein zu können. In dem Falle aber, bei den Bewerbungsgesprächen, habe ich total gemerkt, dass es überhaupt nicht hilfreich wäre, irgendein bestimmtes Merkmal vorab zu wissen und die Neugier oder dieses Abgleichen überhaupt nicht mehr wichtig war im Gespräch, weil die Person oder die Personen sichtbar werden konnten mit dem, was bringen sie mit? Wie ist die Sympathie zum Beispiel? Wie sind die eigenen Erfahrungen? Und das ist doch das Grundlegende, wo ich sage, okay, damit möchte ich arbeiten, das ist mir wichtig, damit kann ich vieles abgleichen und wir kommen gemeinsam ein Stück weiter. Wenn ich so überlege, also der Titel ist ja auch eine Frage, das hatten wir eben schon diskutiert, also der Titel unserer Veranstaltung ist Diversität Normalität, und ich kann mich erinnern, dass wir an einer Stelle überlegt hatten, ob der Titel anders ist. Ist Diversität die neue Normalität? Und wir haben gesagt, nö, Diversität gibt es eigentlich schon immer. Unsere Gesellschaft war schon immer divers. An einigen Stellen mehr, an den anderen Stellen weniger. Und natürlich ist die Diversität erhöht worden. Und wir leben wahrscheinlich in unterschiedlichen Zusammenhängen auch schon in super diversen Kontexten innerhalb dieser Gesellschaft. Und dann ist es sozusagen nichts Neues, sondern einfach etwas, was da ist und was natürlich dann auch, wenn es als Frage formuliert ist, total normal ist. Und Diversität geht nicht weg. Wir können aber jetzt versuchen, die Gesellschaft auch vor dem Hintergrund dieser Diversität zu gestalten. Möglichst inklusiv, möglichst gerecht und auf der Basis von demokratischen Werten, um eben diese Gesellschaft, so unterschiedlich wir und so vielfältig wir auch sind, und so fremd uns vielleicht auch einzelne Unterschiede oder Menschen sein können, ist es ja trotzdem eine Möglichkeit zu sagen, natürlich leben wir hier gemeinsam und wir geben allen Menschen und allen Identitäten die Chance, hier an der Gesellschaft teilzuhaben, wenn sie Lust haben, an der Gesellschaft teilzuhaben. Und wir erkennen sie so an, wie sie gerade sind und sein möchten. Da gibt es ja jetzt erstmal gar nichts Schlimmes dabei. Diversität ist ja keine Gefahr. Ich würde vielleicht so mich irgendwo in der Mitte einordnen. Ich würde auf jeden Fall sagen, so dieses, das eine ist so eine Haltung vielleicht auch zu sagen, ich versuche das irgendwie weniger zu machen und irgendwie Diversität auch irgendwie anzuerkennen und nicht als was eine Gefahr wahrzunehmen, aber auch ernst zu nehmen und auch nicht abzuwehren, wenn man sich schuldig oder auch eine Scham empfindet, wenn man Fehler macht.
Um auf deine Frage zurückzukommen, wenn ich eine Person vor mir habe, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wie ich die Person ansprechen soll, Fragen? Also, keine Ahnung. Also damit gibt man ihr schon mal extreme Handlungsspielräume zurück, ohne über sie hinweg zu entscheiden. Nichts ist selbstwirksamer, als eine Person zu fragen, wer bist du eigentlich? So, erzähl mal, sag mal du, wer du bist, bevor ich dir sage, wer du bist. Und vielleicht auch mal zu sagen, jetzt schäme ich mich irgendwie gerade voll, weil ich bin über dich hinweggegangen. Auch sowas kann mal passieren. Auch eine Fehlerfreundlichkeit, damit umzugehen, aber eben nicht eine Bevormundung. Das ist trotzdem auch wieder was anderes. Und ich glaube, das würde ich mir einfach extrem wünschen, wenn wir vielleicht mit einem Wunsch enden. Gerne. Das heißt also, wenn ich dem das zusammenfasse, was ich so höre von dem, was Sie sagen, Diversität ist eine Realität und diese Realität wird zur Normalität, indem wir uns damit auseinandersetzen, indem wir sie anerkennen, indem wir sie in unsere Sprache bringen, in unsere Strukturen bringen und sichtbar machen. Danke für diese Runde. Und jetzt fordere ich Sie auf, beteiligen Sie sich, stellen Sie Fragen an unsere ExpertInnen und bereichern Sie den Diskurs. Erstmal herzlichen Dank für die wundervolle Runde, war sehr angenehm zu lauschen. Ich würde gerne noch mal auf den Obertitel zu sprechen kommen. Was beobachten Sie als Expertin, was tut sich da gerade in der Gesellschaft in Bezug auf die Generation? Gibt es da Unterschiede? Wenn ja, wie äußern die sich? Oder werden sie gerade nur sichtbar? Was ist Ihre Meinung dazu? Ich glaube, es gibt sowohl, wenn wir jetzt wieder auf die feministischen Diskurse gucken, innerhalb feministischer Diskurse, Generationenunterschiede. Ich glaube, da geht es auch viel um Anerkennung von schon gekämpften und geschafften Kämpfen. Und dann halt aber so, das sind aber unsere Kämpfe und da gehören Transpersonen zum Beispiel nicht dazu, weil das sind ja keine richtigen Frauen und das heißt ja Feminismus. Und da beobachte ich auf jeden Fall so, gerade auch Personen, die sich als feministisch einordnen würden oder situieren würden, dass da irgendwie so eine, das ist ein bisschen unser Kampf, den wollen wir alleine kämpfen und ihr müsst euren eigenen haben. Und da wünsche ich mir manchmal, gerade aus dieser Generation, dieser Feminismen, die ich auf jeden Fall sagen würde, ey, wir profitieren auf jeden Fall, ich als Cis-Frau profitiere extrem von diesen Kämpfen, aber da würde ich mir manchmal wünschen, dass dieser Kampf auch mit inkludiert wird, weil letzten Endes geht es auch bei Anerkennung von diversen Gender-Identitäten, trans, inter, nicht binären Identitäten, aber auch um diversen sexuellen Identitäten, auch um feministische und auch meine eigenen Kämpfe. Und da wünsche ich mir manchmal mehr so generationenübergreifend, übergreifende Kämpfe. Genau. Mhm. Dem kann ich mich anschließen. Ich würde sogar noch einen kleinen Schritt zurückgehen und sogar diesen Austausch der Generationen noch ein Stück weit in den Fokus rücken, der mir an manchen Stellen tatsächlich fehlt, der aber trotzdem stattfindet, aber nicht überall, weil ja auch Diversität nicht überall stattfindet oder sichtbar ist, in Anführungsstrichen. Ja. Wenn ich jetzt nur zum Beispiel auf meine Arbeit oder unseren Verein gucke, treffen verschiedene Generationen aufeinander. Und was sich da verändert hat, ich mache das jetzt, ich muss mir überlegen, 16 Jahre bin ich in dem Verein, da hat sich massiv was verändert, wirklich. Aber wir sind ein größeres Spektrum an Generationen, die aufeinandertreffen im Laufe der Zeit geworden. Und das hat auf der einen Seite Vorteile, und zwar an der Stelle, wenn wir miteinander in Austausch kommen, kann man voneinander lernen. Ja, und auch ein Stück weit registrieren, okay, wie geht's dir damit? Beziehungsweise, wo sind deine Grenzen? Und wo ist vielleicht meine Offenheit? Ich registriere aber auch, dass der Zugang zu Informationen in bestimmten Generationen ein Stück weit einfacher ist. Das würde ich sagen, beeinflusst maßgeblich, wie man sich eventuell in der eigenen Bubble aufhält,
einen geschützteren Rahmen hat, mit wem man sich umgibt, mit wem man Aktionen gemeinsam gestaltet. Und die sind nicht unbedingt generationsübergreifend, aber trotzdem sichtbar und wichtig. Merke aber auch, dass das Verständnis von Diversität bei jüngeren Menschen eine ganz andere Selbstverständlichkeit hat und auch eine ganz andere Sensibilität in Bezug auf Ungleichheitslagen, und es muss etwas getan werden und vorangegangen werden, als bei den anderen Generationen, die vielleicht jahrelang versteckt gelebt haben und erst im höheren Alter ihre Identität sozusagen oder ihren Weg gehen konnten, die sagen, okay, gefährdet mir nichts oder ist es mir alles zu viel an der Stelle oder auch sich gegenseitig vielleicht Schuld zuweisen. Und da braucht es mehr Dialog, weil dahinter stehen Bedürfnisse und Ängste. So. Deswegen würde ich sagen, gemeinsamer Dialog als so eine Basis oder Austausch, glaube ich, ist immer konsequent wichtig. Und ich würde mir wünschen, dass sich das manchmal von alleine findet und nicht nur an Orten, wo Generationen zusammengebracht werden. Ich glaube aber, es verändert sich viel dahingehend, dass wir, wenn wir Vielfalt und Diversität als eine Bereicherung verstehen, wir das richtig gut voranbringen. Ja. Ich würde trotzdem noch mal so mit reingeben, so laut der Studie, die 2023 rauskam, von Plan International, ist auch gerade bei den sehr jungen Männern zwischen 18 und 35 ein enormer Zuwachs an Befürwortung patriarchaler Gewalt, also Männern gegenüber Frauen, bemerkbar. Da wurden 1000 Männer und 1000 Frauen befragt und 34% der befragten Männer gaben an, gegenüber Frauen schon einmal handgreiflich geworden zu sein. Oder, und 33% finden es auch okay, wenn gegenüber ihren Freundinnen mal die Hand ausrutscht. Und das ist dann halt schon wieder jeder dritte Mann. Und zwar in der jüngeren Generation, wo du gerade gesagt hast, okay, die ist da schon die Diversität gegenüber offen aufgestellt. Und da bin ich immer so ein bisschen so, ja, nehme ich auch wahr. Also, dass sie halt gerade wissen, okay, trans, was bedeutet das eigentlich? Das wusste ich ja zum Beispiel mit 18 nicht. Dass einfach da mehr Information vielleicht existiert. Und gleichzeitig erleben wir auch einen Backlash in Bezug auf patriarchale Männlichkeit, so auch über Social Media. Da würde ich anschließen, nur ein Gedanke. Ich habe nie davon geredet, dass die Generation, die einen toleranter oder akzeptierender sind als die anderen. Das differenziere ich so in meinem Kopf, weil ich das in der Bildungsarbeit anders erlebe, weil da wird wirklich der Ton wieder schärfer und auch dieses, hier gibt es die Schranken, alleine binär zu denken. An der Stelle wird besonders wichtig, ich weiß es nicht, aber dahinter stecken ja auch Gründe. Eigentlich kann man diesen Diskurs, glaube ich, gar nicht führen, ohne das intersektional zu betrachten. Also unterschiedliche Diversitätskategorien, in dem Fall Geschlecht und Alter, zusammenzubringen. Und da stellt sich ja sofort auch die Frage, wer hat die Definitionsmacht in bestimmten Bereichen unserer Gesellschaft? Und in diesem Zusammenhang frage ich mich, ob der Diskurs um Diversität, Geschlechterdiversität von Menschen älterer Generationen nie auch als Bedrohung, weil als Infragestellung ihrer Selbstverständlichkeiten und ihrer biografischen Normativen, zu der Heteronormativität ja gehört, ist. Und wir das manchmal ein Stück weit übersehen, wenn wir so ganz frisch, fröhlich von der diversen Gesellschaft sprechen, die ja so wunderbar ist und die so einfach zu handeln ist. Also nur noch mal ergänzend, allein wenn man sich die Vielzahl der Akronyme anguckt, ne, könnte man ja als Mensch, der sich jetzt nie permanent damit differenziert auseinandersetzt, schon ein bisschen wahnsinnig werden und dann auch sagen, Leute, jetzt bin ich raus. Ne? Also jetzt komme ich nie mehr hinterher. Vielleicht ist es gar nicht unbedingt eine Generationenfrage, aber plötzlich werden Menschen sichtbar, Geschlechter sichtbar, die vielleicht vor 10 Jahren noch gar nicht so sichtbar waren. Heute wird das Thema überall diskutiert, in der Öffentlichkeit, in den Medien, in der Politik, in der Familie. Und plötzlich sitzen Menschen an einem Tisch, die vorher sich gar nicht kannten, die noch nie miteinander zu tun hatten, die plötzlich Positionen, Haltung, Einstellungen austauschen müssen. Und ich glaube, es ist ein Stück weit auch natürlich, dass es da zu Debatten kommt, zu Diskursen kommt, vielleicht sogar zu Konflikten kommt. Weil es natürlich erstmal sich die Gestaltung der Gesellschaft verändert hat und Personen oder Identitäten sichtbarer wurden,
die vor 10, 15 oder vielleicht sogar vor 5 Jahren noch gar nicht so im Bewusstsein waren. Und das ist ein Aushandlungsprozess. Und vielleicht liegt es gar nicht an Generationen, sondern mit der Berührung mit unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Identitäten. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch beides so ein bisschen. Wir können ja jetzt nicht einfach nur sagen, na, die ältere Generation oder die jüngere Generation, sondern wir erleben ja, oder ne, Sie haben es ja beide schon berichtet, wir erleben ja auch in jüngeren Generationen ambivalente Prozesse. Einerseits, sie sind offener, sie sind toleranter gegenüber Diversität und so weiter und so fort. Und gleichzeitig aber auch Statistiken und Erfahrungen, die ja wirklich auch schrecklich sind und wo genau gegenteilige Einstellungen plötzlich herrschen in der gleichen Generation, im gleichen Alter. Da ist eine Frage im Publikum. Wo bleibt denn bei der ganzen Diversität, die ich aufrichte, die nächste Generation? Wo entsteht die? Ich glaube, ich habe die Frage so ein bisschen dahingehend verstanden. Ich verstehe auch voll den Knackpunkt zwischen dem biologischen Geschlecht, was sehr stark reduziert, das ist, was bei der Geburt zugeschrieben wird, welche Genitalien jemand hat, welche Chromosomen und so weiter. Und da etabliert sich ja schon, das hast du angesprochen, die erste dritte Kategorie, nämlich die Inter als biologisch dritte Kategorie, die sowohl als auch biologisch vorhanden ist, also beides vorhanden ist. Das zweite ist das sozial gemachte Geschlecht, das nennt man auch Gender, das machen wir alle. Da sind wir bei dem, was vorhin Professor Schleimer gesagt hat, dass dieses so, bist du ein Mann oder bist du eine Memme? Oder was ich auch vorhin gesagt habe, du bist voll schwul und so. Also dass wir sofort so, sozial Geschlecht auch herstellen mit Grenzen. Das ist zu viel, das darfst du als Junge nicht. Mädchen sind so und so. Und das ist das, was wir sozial herstellen und auch wieder binär. Und ich glaube, da wollen wir viel mehr einhaken. Jetzt nicht Menschen umoperieren, damit Zweigeschlechtlichkeit, also da will ich nicht, ich will nicht an die Körper der Menschen ran. Körper sind erstmal gut, so wie sie sind. Aber das was wir, glaube ich, kritisieren, ist zu sagen, dass das, was wir sozial draus machen, dass das nur in zwei Richtungen geht. Dass das nur zwei sein kann. Und das stellt sich groß in Frage, wenn jede Person bei sich mal guckt, okay, ich habe zum Beispiel mal eine Übung gemacht in der Schulklasse, da sollten die aufschreiben, was ist ganz typisch männlich und was ist ganz typisch weiblich. Und haben die so aufgeschrieben, so ganz viele so Charaktereigenschaften und Körper, was ihnen halt so eingefallen ist. Und dann habe ich ihnen gesagt, jetzt schaut mal alle Kategorien an, was ihr aufgeschrieben habt und dann kreist mal, was habt ihr denn selber bei euch? Und dann haben die bei sich Sachen umkreist, die sowohl weiblich sind, zum Beispiel sie weinen auch mal oder sie kuscheln auch mit ihren Freunden oder was weiß ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Aber dass sie auch bei sowohl weiblichen Kategorien als auch männlichen Kategorien Sachen umkreist haben. Und da sind wir ins Gespräch gekommen, okay, was bedeutet das eigentlich? Seid ihr jetzt keine richtigen Männer mehr oder seid ihr jetzt keine richtigen Frauen mehr oder was seid ihr denn jetzt? Und ich glaube, was da ganz gut rausgekommen ist, ist, dass wir uns vielleicht gar nicht unbedingt einordnen müssen in eins von beiden. Dass wir alle, und wir müssen jetzt auch nicht alle sagen, wir sind nicht binär, das will ich damit auch nicht sagen, aber dass wir alle, ich glaube wirklich alle, nicht rein männlich und rein weibliche Charaktereigenschaften in uns vereinen. Und das ist mega gut. Das ist eine Kompetenz. Das muss man nicht abschaffen. Und wir müssen uns auch vielleicht ein bisschen weniger daran stoßen, sofort, oder uns gegenseitig da reinstoßen, zu sagen, das ist deine Geschlechterkategorie und das nicht daraus. Naja, wobei man schon jetzt in der Debatte merkt, wie schwierig das mit dem Wording ist. Ne? Weil natürlich Eigenschaften per se weder männlich noch weiblich noch irgendwas sind, sondern sie sind erstmal Eigenschaften, aber wir schreiben sie zu. Wir ordnen sie in diese beiden Kategorien. Und wenn wir vom Überwinden von Zweigeschlechtigkeit sprechen, dann sprechen wir ja nicht davon, dass es keine Männer mehr geben darf und keine Frauen mehr geben darf. Aber diese Irritation, dieser Irritation begegnen wir ja in der Debatte immer wieder. Und die ist, so beobachte ich das, auch manchmal mit individuellen Ängsten behaftet, weil sie, ich hatte das vorhin schon mal so in den Raum gestellt, also eigene Identitäten, die Identitäten von Menschen, die sich eben so zuschreiben,
vermeintlich in Frage stellt. Vermeintlich in Frage stellt. Darum geht es aber ja gar nie. Nein. Also die Kinder kommen nach wie vor daher, wo sie herkommen. Und im Übrigen kommen sie auch daher, wo wir schon seit vielen Jahren sind, dass es nämlich Reproduktionsmedizin gibt und ganz andere Möglichkeiten, Kinder entstehen zu lassen, als wir das in einer heteronormativen Vorstellung so haben. Hm. Nur mal am Rande bemerkt. Gibt es noch eine weitere Frage? Sie hatten es angesprochen, also leicht angeschnitten jetzt als Antwort auf die letzte Frage, von wegen, dass die Begriffe nicht mehr die gleichen Begriffe sind, wie sie noch vor 20 Jahren zum Beispiel waren. Dass zum Beispiel das biologische Geschlecht jetzt abgegrenzt ist vom soziologischen Geschlecht, also von dem, wie ich mich jetzt fühle zum Beispiel. Und dass man auch Eigenschaften dem nicht mehr zusprechen könnten. Welche Ansätze sehen Sie jetzt als Fachleute quasi, um das an die breitere Masse zu kommunizieren? Dass jetzt zum Beispiel Menschen, die das in ihrer Jugend jetzt, in ihrer Schulzeit nicht mehr mitbekommen haben, dass es das Gendern gibt oder dass es das geben wird, mehr oder weniger. Wie kann man denen kommunizieren, dass es das jetzt gibt? Wie kann man den Geschlechtsbegriff voneinander abgrenzen, also die verschiedenen Geschlechtsbegriffe voneinander abgrenzen? Im Englischen zum Beispiel ist es ja das mit dem Sex als das biologische Geschlecht und das Gender als das gefühlte Geschlecht, so wie ich es jetzt verstanden habe, von meinem Dasein im Internet zum Beispiel. Wie kann man das jetzt auch an die breite Masse im deutschen Raum weitergeben? Was für Ansätze sehen Sie da? Willst du? Ich kriege doch keine kurzen Antworten. Dann eine lange. Schlimm. Nein, ich musste gerade in der Arbeit mit jungen Leuten, wie würde man es am einfachsten rüberbringen können, ist es natürlich ist zu verbildlichen, immer also ein Stück weit auch dieses so festzumachen, wo kann ich vielleicht etwas von den einzelnen Bereichen, nenne ich es mal so, finden. Ich denke dann so, es gibt eine Genderbread Person zum Beispiel, es gab einen Gender Unicorn etc., also ganz viele, wie sagt man, Visualisierungen, um mal sich anzuschauen, was ist sozusagen Geschlecht an der Stelle in mir wohnend eingeteilt in Bezug auf die Psyche, das Biologische, mein eigenes Wissen, wo kommt das her, wie ist mein Ausdruck, um es ein Stück weit zu reflektieren. Die sind aber niemals ausreichend und komplett, diese Bilder. Ich glaube, wie können wir, also das eine große breite Masse zum Beispiel zu streuen und zu erklären, ist für mich ein Unterschied, als zum Beispiel in einer Klasse zu sitzen oder mit einer Einzelperson darüber zu sprechen. Ich glaube, ist es wichtig abzuholen, was habe ich für eine Vorstellung zum Beispiel von Stereotypen, die in Bezug auf Männlich-Weiblichkeit nur ausgerichtet sind, vielleicht aber auch weitere Geschlechter. Was ist da? Worüber können wir ins Gespräch kommen? Glaube aber mit der mit dem Grundverständnis, dass ich die andere Person oder die anderen Geschlechter nicht werte, erstmal so rangehen zu können. Das heißt, wenn zum Beispiel dieser einfache, blöde Spruch, Männer dürfen keine Gefühle zeigen oder im Kindlichen so, ne, heul doch nicht wie Mädchen, ein Stück weit dahin zu gehen, zu schauen, okay, was steckt eigentlich dahinter? Es ist ein Gefühl, es auf die Ebene zu bringen. Ist es vielleicht eine Charaktereigenschaft? Ist es ein Umgang mit Konflikten zum Beispiel? Wie gut ist es, Gefühle zuzulassen, unabhängig des Geschlechtes, dass wir im Leben ein Stück weit besser klarkommen? Vielleicht Stereotypen an der Stelle so aufzubrechen. Wenn ich natürlich die Vielfalt von Geschlecht aufmachen möchte oder Geschlechtsidentitäten und Geschlechtsempfinden, sage ich immer gerne, googelt nicht alles, weil man hört damit nicht auf. Sondern kommt ihr mit dem, was ihr gefunden habt, vielleicht ins Gespräch mit anderen. Und da ist es egal, ob es über soziale Medien funktioniert, ob es im Gespräch im Freundeskreis ist oder ob ich, keine Ahnung, mal anrufe oder eine E-Mail schreibe an einem Verein oder wie auch immer. Es gibt mittlerweile genug Plattformen, wo ich mich ein Stück weit rückvergewissern kann. Aber ich bin ein Stück weit auch dafür verantwortlich, einen Austauschraum zu schaffen. Und wir können das nur, wenn wir mit dazukommen, eingeladen werden, zum Beispiel in Klassen. So. Und ansonsten können wir auch nur Informationen zur Verfügung stellen. So, ne? Das.
Und Studierende der sozialen Arbeit hier, die durchlaufen auch alle Studierende durchlaufen eine Vorlesung, wo genau diese soziale Konstruktion von Geschlecht auch thematisiert wird. Also da haben wir sozusagen automatischen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die das natürlich dann auch in die Praxis tragen. Und genau, auch genau diese Unterschiede auch kennenlernen und damit lernen zu hantieren. Also das biologische Geschlecht, was es gibt, aber eben auch das sozial konstruierte Geschlecht, was es eben auch gibt. Ich würde noch mal auf den Punkt bringen, ich glaube, das Ding ist, das ist ja kein neues Konzept, sondern das Konzept, also wurde ja erstmal von Judith Butler schon in den 80ern aufgestellt, also ist jetzt nicht seit 5 Jahren oder so neu. Aber ich glaube, dass es diese Konstruktion, diese soziale Konstruktion von Geschlecht gibt, die ist ja schon, also das war ja immer so. Und ich glaube, wie können wir damit umgehen? Naja, vielleicht mal nicht der Tochter sagen, spiel mal Vater, Mutter, Kind. Und dem Jungen zu sagen, so, welches Auto möchtest du kaufen? Oder was willst du später mal werden? Baggerfahrer. Von mir, das kann ja auch Baggerfahrer werden, so, das will ich ja gar nicht sagen, dass er das nicht darf, ne? Aber so, dass man sofort wieder in diese Gender-Stereotypen denkt. Ich glaube, indem man das schon mal bei sich selbst auch hinterfragt und stellt man diese soziale Konstruktion, die heteronormativ ist, erstmal für sich auch in Frage in der ganz sozialen Praxis. Also, weil wir machen das ja alle. Das ist ja nicht einzelne Personen oder ein Hebel, den man umstellen könnte und dann wäre es so, das soziale Geschlecht, das ist jetzt nicht mehr da, sondern wir machen das ja alle. Und da vielleicht auch mal bei sich selbst auch mal zu schauen, okay, wo mache ich das eigentlich? Aber es ist eine sehr gute Frage und stelle ich mir auch jeden Tag. Vielen Dank. Danke Ihnen. Ich werfe mal ganz kurz eine These in den Raum. Nie war unsere Gesellschaft so heteronormativ ausgerichtet wie heute. Begründung, die Medien. Ich komme vom Lande. Meine Kindheit war vor 50 Jahren. Und ich habe meine Mutter gekannt und die war natürlich Frau und auch zugeordnet, also als das. Es ist einfach so, ne? Aber Frauenbilder, die dann in den Medien kamen, Frau Sommer in der Kaffeewerbung, also das war nochmal ein ganz anderes Kaliber und da war auch gleich ein Rollenmodell geschaffen. Mhm. Und wir haben jetzt eine Explosion dieser Darstellung, auch in Werbung, in öffentlichen Flächen, Männerbilder und Frauenbilder, also strikt getrennt und gegeneinander gestellt und Rollenbilder. Ich will gar nicht jetzt anfangen von TikTok und all diesen Dingen auch noch zu reden, aber ich glaube, es wird immer mehr, also in diese Kategorien einsortiert und viel schärfer, als das früher der Fall war. Aber auf meinem Dorf, auf dem Lande, habe ich die Realitäten mehr zur Kenntnis nehmen müssen als die mediale. Also Sie haben ja auch gesagt, ne? Man sollte nicht nur da irgendwo also googeln, sondern darüber hinausgehen, mit Leuten reden. Vielleicht sich auch die eigene Biografie und wie habe ich beispielsweise männliche Rollen eingeübt und bin zu dem geworden in meiner eigenen Wahrnehmung, was ich jetzt bin oder vielleicht auch nicht bin und wo ich also gefragt werde. Also dieses Gespräch zu führen wäre vielleicht wichtig. Also so als Frage mal in die Runde, gibt es nicht gleichzeitig beides? Also auf der einen Seite Verschärfung der Heteronormativität plus Informationen über alternative Angebote, sodass das Ganze also zu einem riesigen Crash wird? Ja, also ich nehme auf jeden Fall schon so einen Common Sense wahr, der auf feministische Kämpfe antwortet, was wollt ihr denn noch? Ihr habt doch schon alles. Wie fragwürdig das auch immer ist, aber das scheint ja irgendwie so ein Common Sense in der breiten Gesellschaft zu sein. Was wollt ihr denn noch? Und dann erscheint ja jeder Kampf, der dann geführt wird, als extrem, fast Extremismus, ne? Weil man ist so, hä, es ist doch schon alles gleich. Und das würde ich erstmal voranstellen, um auf die Frage dezidiert einzugehen. Ich würde sagen, es gibt... Vielleicht ist es genau der Punkt, ne? Dass es sowohl eine Verschärfung als Antwort auf die Diversität gibt der Heteronormativität. Vielleicht die Personen, die wieder die Schubladen halt genau so wollen, weil sie wirklich gerne Ordnung haben und wirklich gern alles an ihrer Ordnung, in ihren Schubladen gerne schön, das war schon immer so und
Ich liebe die Ordnung, was ich auch verstehen kann. Ich liebe auch Ordnung, ehrlich gesagt. Und dann gibt es halt Menschen, die halt vielleicht auch die Ordnung mal in Frage stellen. Und ich glaube, das ist für gerade OrdnungsfanatikerInnen der blanke Horror. Und vielleicht, ja, kann so ein bisschen die Antwort daraus sein, sich andere vielleicht Ordnungen in der Unordnung mal anzuschauen. Würde aber definitiv bei Ihnen mitgehen, zu sagen, es schließt sich überhaupt nicht aus. Und ich nehme, und deswegen ist das Thema wahrscheinlich auch Teil dieser Kontroversen heute, da, ich nehme es extrem auch so wahr. Also, dass gerade die Heteronormativität sich wie extremisiert. Also, die Heteronormativität wird extremer und die Diversität auf der anderen Seite auch, weil so viele Role Models wie heute für Transpersonen gab es auch noch nie. Das führt mich jetzt zu einem Schlusspunkt und zu einer Frage, die ich dann doch noch mal in die Runde stellen möchte zum Abschluss. Wir haben ja jetzt gerade festgestellt, dass diese identifizierte Megatrend ganz unterschiedliche Reaktionen hervorruft und im Übrigen auch immer genau da, wo es sich kommerzialisieren lässt, entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung im Diskurs läuft. Dass es zu Ratlosigkeit und zu Verunsicherung führt, dass es aber auch Nutzen hat, dass Identitäten anerkannt werden, dass Menschen sich gesehen fühlen in der Gesellschaft, die sich vorher nicht gesehen gefühlt haben. Braucht es dann nicht aber von uns allen sowas wie eine Diversitätskompetenz? Und hat diese Diversitätskompetenz bezogen auf ganz unterschiedliche Diversitätsaspekte einen kognitiven und einen emotionalen und einen sozialen Aspekt? Und wie kommen wir zu der? Ja, ich weiß, wir könnten jetzt noch den ganzen Abend darüber reden. Aber vielleicht noch mal so eine ganz letzte Einschätzung dazu, bevor wir schließen müssen. Ich glaube, das sind normale Prozesse, die jetzt ablaufen, die Sie gerade angesprochen haben und die Sie gerade angesprochen haben. Natürlich sind Positionierungen oder öffentlich gemachte Positionierungen, natürlich gibt es eine Reaktion drauf, die dann auch wieder eine andere Positionierung hervorruft. Und es gibt ja in dieser Debatte kein Schluss, kein Ende. Die Gesellschaft entwickelt sich. Die Gesellschaft ist dynamisch. Alles ist in Bewegung und wird in Bewegung bleiben und wird in Dynamik bleiben. Das heißt, wir steuern hier nicht auf einen Zielpunkt hin und sagen, noch drei Schritte, dann haben wir es geschafft. Sondern die Gestaltung der Gesellschaft ist eine Daueraufgabe. Und wir werden nicht drum rumkommen, uns immer wieder diesen Fragen zu stellen. Und wir werden nicht drum rumkommen, immer wieder konträre Positionen versuchen, mit zu integrieren, mit in die Debatte reinzuholen, mit in den Kontakt zu treten und auch da den Diskurs immer weiter fortzuschreiben. Und es gibt, naja, wie gesagt, es gibt kein Ende. Wir sind irgendwie, die Gesellschaft, die Gestaltung der Gesellschaft ist für uns alle, für die gesamte Gesellschaft eine Daueraufgabe. Und ja, dafür brauchen wir Diversitätskompetenz, um Unterschiede aushalten zu können, um Unterschiede anerkennen zu können und auch in dieser Unterschiedlichkeit leben zu können. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass ich alles im Detail benennen und wissen muss. Ja. Sondern ich glaube, es geht an der Stelle los, und wenn ich zum Beispiel allein nur die Kategorie Geschlecht nicht als ein Mittel der Wertung sehe und dann sozusagen als Maßstab anlegen kann, ich würde sagen, da geht es für mich an der Stelle los. Und ich glaube auch nicht unbedingt, dass es crasht, auch wenn vieles schwieriger erscheint. Die Frage, die mir aber noch fehlt, es könnte an der Stelle vielleicht crashen, wenn wir uns nicht immer wieder fragen, wer benutzt das auch als Mittel zum Zweck für andere Dinge, um Gesellschaft zu spalten. Das ist ja noch, ne, passiert ja auf vielen Ebenen letzten Endes. Aber das mitzudenken und immer wieder zu beleuchten, glaube ich, ist wichtig. Ich halte auch Seminare zum Thema Gendersensibilität oder auch so Diversitätssensibilität. Und ich sage immer am Anfang, ich glaube, mein Workshop oder meine Seminare sind erfolgreich abgeschlossen, wenn die Teilnehmenden mit mehr Fragen rausgehen, als sie reingekommen sind. Ich würde sagen, dass vielleicht Diversitätskompetenz auch bedeutet, mit den Fragen leben zu können. Also nicht so immer wieder einen Deckel drauf zu haben und eine Frage beantwortet zu haben, sondern vielleicht es auch eine Ruhe gibt damit, mit der Frage zu leben. Und das geht ja genau in die Richtung so, dass es halt vielleicht eine fortlaufende Aktion ist, so, und nicht einmal kurz. Wie gesagt, dann wäre es keine Utopie, sondern ein Plan.
Und viel wissen wir halt einfach auch noch nicht, ne? Es gibt immer wieder etwas, was wir noch nicht wissen und wo wir neu mit umgehen müssen und wo wir auch Unwissenheit auch erstmal ein Stück weit aushalten können und aushalten müssen. Voll. Vor 16 Jahren habe ich auch gedacht, ich weiß was heute. Ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich für eine facettenreiche, wunderbare Diskussion, die gerne an dieser Stelle anfangen könnte. Also wir könnten, glaube ich, noch viele Fässer aufmachen, über viele Dinge sprechen. Das müssen wir an anderer Stelle tun. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse am Thema, für Ihr Mitdiskutieren, für Ihr Fragen stellen. Nur das bringt uns in einem Dialog weiter, wenn wir mit Denken, mit Tun, mit Sprechen, mit Stacheln, mit in Frage stellen. Ich möchte Sie gerne an dieser Stelle aufmerksam machen auf den nächsten Dialogkontrovers unter dem Thema »Das haben wir schon immer so gemacht. Wie handeln Generationen ihre Zukunft miteinander aus?« Den wird es am 23.04. in der Stadtbibliothek geben. Entschuldigung, kommen Sie gern wieder. Auf Wiedersehen.